Herzlich willkommen, allen Freunde, zu Animal Crossing New Horizons. Wir müssen jetzt echt mal langsam die Fische alle fangen und Insekten, falls es welche gibt. Ja, und das bedeutet, wir gehen wieder ins Meer, um den Hammerhai endlich zu suchen, damit wir alle Meeresfische haben. Wir können ganz kurz hier reingucken, aber nur ganz kurz. Und am Ende müssen wir nochmal irgendwie ein Dingsi-Bumsi umstellen, ein Haus. Wir werden außerdem bisschen über die Pressekonferenz der PlayStation 5 reden, die vorneweg echt geil aussieht. Oh, jetzt habe ich, ach man, ich habe glaube ich was vergessen vorzubereiten. Egal Leute, wir werden über die Spiele reden, die mich interessieren, ja. Also ist mir egal, ob euch irgendwelche Spiele interessieren, zum Beispiel GTA 5 juckt mich generell gar nicht. Soll auch für die PlayStation 5 kommen, okay. Statt dass sie irgendwie GTA 6 irgendwie ankündigen oder sowas. Nee, GTA 5, wow. Super. Das hat die Welt ja noch nicht. Ne? Denn wir werden echt über andere Sachen reden. So. Sollen wir damit eigentlich direkt schon anfangen? Ja, ich glaube schon. Das erste Spiel, das angekündigt worden ist, war tatsächlich GTA 5. Und danach kam Spider-Man. Miles Morales oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Ich glaube schon irgendwie so in der Art. Genau. Cool. Da freue ich mich tatsächlich mega drauf. Ich liebe ja die Spider-Man-Teile. Vor allem das letzte, das damals herausgekommen ist, das sah ja mega geil aus. Das kannst ja eigentlich nur besser machen, ne? Also schlecht aussehen kannst du ja gar nicht mehr. Und irgendwie ist der Sound hier total laut, ne? Vom Spiel. Oh, ich habe gerade nicht aufgepasst. Das geht aber. Das geht aber. Okay. Ja. Darauf freue ich mich auf jeden Fall, wieder durch die Stadt zu schwingen. Würde ich mir dafür alleine nur eine PS5 holen? Ich denke, nein. Alleine auf jeden Fall nicht. Habe ich für das alte Spiel auch nicht gemacht. Sondern ich habe gewartet, bis Animal Crossing. Was ist das denn? What the fuck? Was bist du denn? Ein Arapaime? Oh, der Name sagt doch schon alles. Warte, ich muss mal eben hier den durchstreichen. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich den Hammerhai. So, Arapaima. Weg damit. Cool. Cool. Da hinten haben wir auch noch ein cooles, teures Insekt. Ich habe aber keinen Kescher mit, deswegen. Doch, ich habe einen Kescher mit. Ja, dann viel schlechter machen kann man eigentlich gar nicht. Fand Spider-Man damals schon cool. Und ich glaube, das wird auch diesmal wieder cool werden. Und ja. Ich glaube, ich sollte mir gleich noch eine Angel kaufen. Wenn das so weitergeht. Wir werden bis 9 Uhr machen. Ist ja denn, ich habe den Hammer halt schon vorher. Dann natürlich nicht. Okay, den baue ich nicht. Genau. Miles Morales ist dieser Spider-Man-Typ von Into Spider-Verse? Into the Universe? Irgendwie sowas. Diesen Animationsfilm. Ich weiß, der soll ja richtig gut gewesen sein. Ich habe ihn mir aber noch nicht angeschaut, Leute. Es tut mir leid. Ich war halt mehr der Fan von Andrew Garfield. Ich mochte seine Spider-Man-Teile mega gern. Aber leider wurde er rausgeschmissen damals. Wir können mal. Ist er zu Hause? Oh jo, er ist zu Hause. Der neue Bewohner ist auch zu Hause. Den können wir auch mal eben besuchen. Dann wisst ihr, wer es ist. Der dann noch nach oben zu uns kommt. Denn es ist. Trommelwirbel. Wer ist es nur? Wer ist es? Ein alter Opa. Oh. Hennes, vielen Dank nochmal für deinen Tipp neulich. Ich bin wie neu angekündigt von Ban Ban hierher gezogen. Wenn du eine Insel empfiehlst, muss sie richtig klasse sein, habe ich mir gedacht. Und es stimmt, dass wir beide irgendwann mal auf Nimmerland wohnen. Oh ja. Cool. Ich wollte nämlich unbedingt so eine Art Bürgermeister bei mir oben haben. Und das finde ich eigentlich, das finde ich schon ganz cool, dass er jetzt bei uns ist.
muss natürlich seinen Boden hier ändern, weil ich will nicht, dass der Bürgermeister hier im Müll schläft und so. Das muss er auf jeden Fall machen. Dankeschön. Danke, danke. Super. Dann haben wir nämlich einen Dorfältesten. Finde ich cool. Wollte ich haben. Es gab noch irgendwie einen alten Wolf. Den hätte ich sonst auch genommen, wenn Hennes nicht da wäre. Aber dann musste ich mir keine Sorgen machen. Zum Glück, Leute, zum Glück. So, dann... Oh, Gilde weiß, wer da, okay. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar Projekt Atia. Ich denke, die Protagonistin wird Atia heißen. Und die kann irgendwie mit so Ranken oder Wurzeln angreifen, was ich mega cool finde. Erinnert mich schon total wieder an Avatar. Pflanzen bändigen kann die wohl. Und das finde ich echt sehr interessant, das Spiel. Wurde jetzt noch nicht allzu viel gezeigt, aber es wurde gezeigt, wie sie angegriffen hat. Und das sieht echt eigentlich ganz schön cool aus. Und die Umgebung sieht auch mega cool aus, Leute. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen Trailer da anzusehen. Und ich glaube, das könnte auch was werden für mich. Würde ich mir für die zwei Spiele jetzt schon für Spider-Man und das da eine PlayStation 5 kaufen? Ich glaube nicht, Leute. Ich glaube, ihr wisst alle, wann ich mir eine PlayStation 5 kaufen werde. Dann haben wir noch Kenna. The Spirit of Ghost oder so ähnlich. Das ist Kenna. Das Spiel sah am Anfang ein bisschen aus wie so irgendwie was von Disney, weil Mirida hieß die, ne, die rote. Mirida, Frozen, Rapunzel, ist so der Grafikstil. Und da war ich echt überrascht, wie schön die Städte aussehen im Trailer. Und deswegen freue ich mich da darauf auch, dass es auch wieder ein weiblicher Protagonist. Es gab sehr, sehr viele weibliche Protagonisten. Genau. Und die ist auf Fernkampf spezialisiert. Das heißt, sie schießt nur mit dem Bogen und sowas. Finde ich cool. Finde ich cool. Aber außerdem wurde dann noch Horizon The Forbidden Forest oder sowas gezeigt. Also Horizon Zero Dawn 2. Darauf freue ich mich tatsächlich dann am meisten von den Spielen her. Ich meine, ich habe nur ein Let's Play zu Horizon Zero Dawn angesehen. Das fand ich mega cool, vor allem im Schnee. Ich will im Schnee herumwandern, Leute. Da würde ich dann schon sagen, ja, okay, jetzt kann ich mir auch langsam eine PlayStation 5 holen. Ja, genau, öffnen, mal gucken, was wir haben. Bambus-Lautsprecher, haben wir den schon? Ne, haben wir noch nicht. Genau. Harry Potter wurde leider nicht angekündigt. Wäre Harry Potter angekündigt, hätte ich es mir sofort gekauft. Auf jeden Fall, Leute. So, dann zeig mal hierher. Oh, der Dschungel, oh, die ist ja schön. Die Dschungeltapete ist mega schön. Oh mein Gott, okay. Dann fangen wir jetzt mal hier endlich mal an mit dem Suchen eines Hammerhais. Ich habe jetzt kein Bild für die PlayStation 5 vorbereitet, es tut mir leid. Könnt ihr dann selber googeln. Habe ich jetzt vergessen. Achso, stimmt, wir müssen auch noch währenddessen hier auf den Boden gucken. Für die... Du bist ja kleine, geh weg. Für die Fernsprechteile. Ich habe 20 Köder mit. Die werden wir vielleicht in den letzten 15 Minuten, falls wir ihn nicht finden, dann benutzen. Hier ist ja gar nichts, Leute, gar nichts. Auf jeden Fall war es echt ein schönes Event. 4 Spiele, die mich interessieren. Ist relativ selten tatsächlich der Fall. Es gab natürlich wieder so 2 Space-Dinger, da habe ich aber gesagt, nee, danke. Das brauche ich tatsächlich nicht. Das eine sah ein bisschen aus wie Death Stranding. Diesmal muss man aber kein Baby herumtragen, sondern ein Kleinkind.
Da dachte ich mir nur so, wow, das hat die Welt wieder gebraucht. Noch ein Liefertyp, Lieferdienst, Simulator. Und es gibt, glaube ich, auch einen Katzensimulator. Sah auch süß aus, aber ist nichts für mich, glaube ich. Nee. Nee, sonst war da nichts Wirkliches dabei für mich. Nächste Woche kommt schon Pokémon raus. Also. Ne? Das DLC. Oh, hier haben wir einen. Schnapp ich mir mal. Warst du hier? Ja. Da freue ich mich drauf, Leute. Ich habe auch gestern tatsächlich wieder Shinies gefangen. Oh, ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte, glaube ich. Ich habe, glaube ich, irgendwas abfotografiert. Achso, genau, das Haus von ihr hier. Ich habe den Namen vergessen. Ihm. Sorry, ist ein Mann. Kabuki. Lebt in so einer schönen japanischen Traditionshütte. Sieht sehr süß aus. Und ich habe einen süßen Brief von Elle bekommen. Wie geht's dir denn so? Ich dachte mir, ich melde mich mal. Vielleicht wirke ich immer etwas grantig. Aber mir liegt schon einiges daran, dass du guter Dinge bist. Sehr süß. Das war echt nett von ihm. Und den hatten wir, glaube ich, schon. Genau. So, dann können wir wieder zurückgehen. So. Du sollst immer noch aus, also raus aus meiner Stadt. Aber der will momentan noch nicht. Ist ja eh eher relativ random, wer rausgeht. So wie ich das hier merke. Ich kann mich nur daran erinnern, mit Nishka habe ich jeden Tag geredet, ja. Und dann will sie mich auf einmal verlassen. Was soll das denn? Ich habe mit den anderen nie geredet. Ist ja hier wieder ein Vertrauensbruch des Feinsten. Ich glaube, das hat hier echt gar nichts mehr miteinander zu tun. Ob man jemanden mit einem Kescher schlägt oder nicht. Ne. Leider, leider. Schade. Finde ich schade. Ist aber so, Leute. Ich habe noch nicht auf den Platz geschaut, ob da irgendwas ist. Aber ich möchte eigentlich hier einen Hammerhai fangen. Und bis jetzt kam mir noch kein toller Fisch. Wenn ich das mal sagen darf. Ah, du bist so nah da hinten. Kommst auch nicht näher. Ist ja hier schon wieder belastend, Leute. Belastend. Also, ich habe ein Hochzeitssmoking an. Ich muss nachher auch noch auf die Insel, aber das mache ich nach 9 Uhr. Um das nächste Ding zu kaufen. Ja, keine Zeit verlieren hier. Komm, jetzt gib mir mal endlich hier einen Flossentyp. Einen Flossentyp. Da, 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 da. Geh mal weg da. Du auch. Ich brauch keiner. Dich auch nicht. So, danke, der ist weg. Super. Ich meine, wir haben ja heute schon Fische gefangen. Einen Araprima. Heißt der Araprima? Ja, ja, irgendwie so. Das ist ja eh schon mal gut, ne? Finde ich auch gut. Ich habe gestern, also ich habe gestern 2 Shinies gefangen. Ich glaube Togepi. Und ist so. Und ich weiß nicht, ob ich Miniras auch gestern gefangen habe. Oder ob das schon vorgestern war. Das kann ich euch jetzt nicht sagen. Sonst hätte ich vielleicht sogar 3. Weiß es aber gerade nicht. Ne, das war nur ein Fußabdruck. Habe ich jetzt eine Serie geschaut? Ich glaube, die letzten 2 Tage habe ich keine Serie neu angefangen, Leute. Ich muss überlegen. Ja, ich bin noch bei Pokémon noch dabei. Bei Staffel 14 oder 16. Ich glaube 14. Och man, wieso kommt hier denn nichts? Nicht mal einer. Das ist ja hier wieder sad, Leute. Wie viele Fernsprechdinge habe ich? 3. Noch 2 Stück. Noch 2 Stück. Mann, ich will doch nur diesen Hammerhai haben, Leute. Gib mir den Hammerhai.
Mann, 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 Mann. So, komm, bitte. Bitte. Gilliver, was mache ich denn? Du könntest aber auf die andere Seite gehen. Aber Gilliver. Mann, ich will nicht auf die andere Seite. Komm, gib mir hier einen Fisch. Einen. Oh, 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 oh. Haben wir was? Bin ich gespannt. Okay, er hat angebissen. Oh Gott. Der fühlt sich nicht so groß an. Naja. Ein Schiffshalter. Zumindest mal ein Fisch mit Flosse. So, weiter geht's. Weiter, weiter, immer weiter. Ich bin noch ein bisschen müde, weil ich hab... 7 Stunden habe ich geschlafen. Okay, ich wollte schon sagen, ich habe heute nicht ganz so lange geschlafen, aber... Doch, eigentlich habe ich normal geschlafen. Für meine Verhältnisse. So. Komm. Komm, Fisch. Fisch mit Flosse. Nee, du bist kein Fisch mit Flosse. Bitte, komm mal. Komm zu mir, Schatz. Ich habe auch eine Angel für dich. Guck mal, ich habe einen Köder für dich. Habe auch Köder hier. Oh, da haben wir das letzte Dings. Dann gehen wir gleich mal rüber. Auf die andere Seite. So, dann kann Gilliver nämlich wieder abhauen. Und ich muss dann auch mal heute Nacht aufnehmen. Und dann morgen Nacht, glaube ich. Denn morgen kommt ja Minecraft Dungeons. Genau. Oh. Oh, da ist ein Geschenk. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Ja, da ist es. Komm runter zu mir. So, bloß das Geschenk einsammeln und nichts kaputt machen. Und auspacken. Asienregal, okay. So, dann gehen wir mal eben zu Gilliver. Der freut sich bestimmt über unsere Anwesenheit. Ja, hast du alle Teile? Ja, ja, habe ich. Hier, bitteschön. Ja, ja. Bitteschön, bitteschön. Uhu. Super, ja, ja. Laber mal hier schön. Und ich gucke irgendwas an. Ich gucke jeden Tag, ja, nach Harry Potter RPG. Um zu schauen, ob es neue News gibt. Ja, Leute. Aber es sollte nicht mehr allzu lange dauern, wenn es nächstes Jahr rauskommen soll. Ich möchte natürlich nicht, dass sie das irgendwie 2-3 Wochen vorher ankündigen. Das wäre nämlich blöd, finde ich. Für mich. Weil bis dahin, ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann, Leute. Ich muss endlich einen Trailer dazu sehen. Es muss endlich mal sein. So. Jetzt können wir auch mal eben hier auf den Platz gucken, ob hier wer ist. Nee. Rainer ist auch nicht da. Ist ja wieder hier alles belastend, Leute. Rainer kam auch gefühlt nie mehr. Ich glaube, der mag uns gar nicht. Der mag uns gar nicht. Der besucht nicht mal seine Familie, ja? Ist er überhaupt hier drin, mein Onkel? Ich glaube schon. Oh nee, jetzt habe ich ihn weggemacht. Ich bin ja auch lost schon. Leute, ich bin ein bisschen lost, ich weiß. Und du ziehst aus? Komm bitte. Oh, eine Schatzsuche, okay. Ich verbuddel in der Zwischenzeit den Schatz. Ich weiß auch schon genau, wo. Hab eine satte Woche gebraucht, um die perfekte Stelle zu finden. Ich raste aus, jetzt machen wir eine Schatzsuche, Leute.
Okay, Fieb, also hier findest du den Schatz, den ich versteckt habe, bevor die Zeit rum ist, gehört er dir easy, oder? Häusern brauchst du gar nicht erst zu suchen, die Leute reagieren allergisch. Auf geht's los, okay. Ich brauche aber hier Dings. Das ist nicht der Schatz, oder? Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Okay, dann suchen wir mal schnell. Wir müssen, glaube ich, eher taktisch suchen. Egal, scheiß Blumen. Geht mal weg. So, hier ist auch nichts. So. Genau, eben hier hinten gucken. 2 Minuten Zeit, das ist aber hier echt, also 3 Minuten Zeit, ist echt knapp begrenzt. Hier haben wir was. Was haben wir hier? Oh, ich hab's. Wow. Der Schatz wurde gefunden. Super. Super gemacht, kleine Jessie. Hier, ich hab deinen Kackschatz. Bitteschön. Reife Leistung, da mal her damit. Hier. Bitteschön. Tada, was haben wir denn hier? Ein Knotenshirt. Hier, nimm mein König. Die Insel braucht echt mehr Events wie dieses. Ach, mein König, das war ja echt der Knaller. Lass uns das unbedingt mal wiederholen. Und wie das der Knaller war, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Jetzt habe ich ein hässliches Hemd Dings bekommen. Kleidungsstück. Dankeschön dafür. Das habe ich gebraucht in meinem Leben. Hallo. Weg mit dir. Danke. Danke, danke. So, dann werden wir jetzt mal langsam die Köder, glaube ich, benutzen. Weil ich weiß nicht, wie lange das braucht mit den Ködern. Naja, komm, wünscht mit Glück, Leute. Wünscht mit Glück einfach mal. Nee, brauchen wir nicht. Weg. Weg damit. Du kannst auch weg. Ich meine, ihr seid schöne große Fische, aber ich brauche die nicht. Ich brauche euch nicht. Ich brauche die Haie. Die Haie. So, komm, 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 bitte. Bitte, kommt doch mal an. Kommt doch mal zu mir. Tu euch auch nichts. Tu euch auch nichts. Außer ich stelle euch dann ins Museum rein. Mehr passiert auch nicht mit euch, Leute. Mehr passiert nicht mit euch. Ist auch keiner. Ah, die Rezepte können wir gleich noch eben zum Eingang legen. Ach Mann, bitte, Spiel. Gib mir einen Hammerhai. Nur einen Hammer. Ich hatte bis jetzt tatsächlich, wenn ich das in Kommentaren beurteilen kann, richtig Glück mit allen Fischen, die ich jemals hier gesammelt habe. Ja. Hammerhai ist ein bisschen schwieriger. So. Vielleicht sollte ich das nächste Mal auch einfach am Steg das machen. Wäre vielleicht schlauer. So, den lassen wir da jetzt Fisch sein. Den kriege ich nämlich so schnell nicht weg. Das ist auch nichts hier. Komm mal her. So. Hat er es gesehen? Ja, so. Machen wir es so. Was haben wir hier? Auch wieder ein kleiner Fisch. Gucken wir mal, ob der ihn sieht. Ja, sieht er. Super. Weg damit. Weg damit. So. Du kannst auch weg. Brauche ich nicht. Wir haben einen etwas größeren, aber den brauchen wir auch nicht. Okay, dann haben wir keine einzige Haiflosse bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr schade tatsächlich. Ach Mann, Leute. Was soll das denn? Hallo, da kommt überhaupt kein Fisch oder was? Ja, super. Also nur dreckige Fische hier bekommen. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr schön. So. Hat sich ja gelohnt, hier wieder alles auszugeben. Das ist ein Japan-Dingsbums. Und einen kleinen Fisch. Ich glaube, ich gehe wieder auf die andere Seite. Ich meine, wir hatten zwar hier einen mit einer großen Flosse, aber
Ja, ne? Läuft noch nicht ganz so gut. Muss ich mir auf jeden Fall noch mehr Köder machen. Mache ich vielleicht bis Dings 50 Köder, müssten gut sein. Oh, hast du das auch ein Hai? Den hätte ich gerade schon wieder weggemacht. So, komm her. Oh Gott, ich bin so blöd. Ach man, ich hasse mich, Leute. Offscreen werde ich dann wahrscheinlich zwischendurch die Teichfische fangen. Weil sonst schaffen wir es vielleicht nicht mehr. Werde ich auf jeden Fall so kleine Clips erstellen, wenn ich einen habe. Wenn ich einen habe. Hi, komm, bitte. Hammer, hi. Oh ne. Oh, Mann, ich bin so blöd. Bin doch blöd. Mann, das nervt mich gerade. Okay, hier laufe ich nicht mehr schnell herum. Hier gehe ich jetzt entspannt her. Ab hier kann ich laufen. Ach man, ist so eine Scheiße hier schon wieder. Zwei Hammerfisch, zwei Chancen auf dem Hammer Fisch verpasst. Was eine Kacke, ey. Was eine Kacke. Oh, das regt mich jetzt schon auf. Ehrlich bin. Oh, du musst weg. So. Jetzt erstmal wieder langsam laufen. Kurz am Ohr kratzen. Okay, geht wieder. Vielleicht muss ich mein Angler-Outfit anziehen. Ach ne, das habe ich gelöscht. Okay, vielleicht eine hübsche Dame. Dass sie anbeißen. Wer weiß. Kommt, Leute, jetzt beißt doch an. Kommt her, ihr süßen Haie. Ich werde euch auch nicht essen. Versprochen. Versprochen. Versprechen, versprochen, wird nicht gebrochen. Ich schwöre auf meine Angel, die irgendwann eh kaputt gehen wird. Ah, oh, nee, das machen wir auch nicht. Gulliver, hast du Tipps? Geh auf die andere Seite. Aber Gulliver. Oh, willst du umziehen, bitte? Fühlt zumindest, wenn ich nicht ein Schäfchen hat, scheint. Jedenfalls habe ich gefunden, wonach du gesucht hast, ein Knotenhemd. Ich gesucht? Habe ich nicht gerade ein Knotenhemd bekommen? Ach, Mann. Sieht doch aus. Wow, jetzt habe ich zweimal Knotenhemd bekommen. Ich hasse euch, Bewohner. Ich hasse euch. Es kann nicht wahr sein, Leute. Es kann einfach nicht wahr sein. Sie mir einfach das Gleiche geben. Was soll denn das? Was bringt mir das vor allem? Nichts? Gar nichts. Oh, schrecklich hier. Jesse, zieh endlich aus, bitte. Bitte. Bitte, bitte, ich will nen Hai. Nen Hammer Hai. Wo bist du? Komm vorbei. An meine Angel. Hinein. Hinein. In meine Angel hinein. Da haben wir noch einen kleinen Fisch, weg mit dir. Geh auf die andere Seite. Okay, dann gehe ich jetzt auf die andere Seite. Wenn mir mein Gewissen das sagt, dann muss ich das ja auch mal machen. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite und jetzt? Jetzt soll hier ein Hai sein.
Das ist kein Hai. Aber es könnte trotzdem irgendwas sein. Es ist ein Barsch. Cool. Hat sich schon mal gelohnt, auf die andere Seite zu gehen. Wir haben einen kleinen Fisch, den brauche ich auch nicht. So, meistens ist jetzt hier direkt ein Fisch. Oh, oh, ist mal keiner. Natürlich interessant. Brauchen wir eh nicht. Na, ich glaube einfach nicht, dass jetzt hier ein Hammerhai ist. Haben wir einen kleinen Fisch. Sieht nicht gut aus. Hier scheint nämlich nichts zu sein. Einfach nichts. Außer kleine Fische, die keiner braucht. Super, das hat sich gar nicht gelohnt, Gulliver. Danke für diesen miesen Tipp. Der Tipp war echt mies von dir. Sonst kann ich ja noch ein bisschen über meine Wünsche für die PlayStation 5 reden. Welche Spiele ich nur ganz gerne hätte. Auf jeden Fall das Harry Potter Game, ne? Das ist ja keine Frage. Dann wünschte ich mir natürlich auch Kingdom Hearts. Also die komplette Kingdom Hearts Reihe für die PlayStation 5 fände ich ganz cool. Oh, ich muss schon überlegen, Leute. Gab es noch irgendein cooles Spiel, das man sich vielleicht wünschen könnte? Also mir fällt gerade nichts ein. Oh, Lego-Spiel. Ach ja, stimmt, Star Wars. Wurde immer noch nicht gezeigt, ne? Wann das kommt. Sollte eigentlich dieses Jahr kommen. Ich bin noch gespannt, ob das dabei bleibt. Ah, bin ich auf jeden Fall noch gespannt. Aber das Spiel, das hole ich mir wahrscheinlich eh für die Switch. Denn PlayStation 5 dauert, glaube ich, erstmal, bis ich die mir kaufen werde. Weil meistens kaufe ich das erst, wenn es mir wirklich ein Titel kommt, den ich liebe. Also Harry Potter, ne? Und vielleicht kommt ein Bündel mit Harry Potter. Das fände ich mega cool. Für Star Wars gab es, glaube ich, auch ein Bündel. Soweit ich das weiß. Mit einer extra coolen PlayStation. Oder was? Xbox? Auf jeden Fall wünsche ich mir von Harry Potter auf jeden Fall eine coole Dings. Vielleicht mit so einer Art Hogwarts-Design oder sowas. PlayStation 5, das wäre mega geil. Oh, da würde ich mich ja mega drauf freuen, Leute. Deswegen warte ich auf jeden Fall, bis ich mir eine PlayStation 5 kaufen werde. Ich werde sie mir nicht sofort kaufen. Sondern tatsächlich, wenn ist ja dein Harry Potter wird vor Weihnachten nicht angekündigt, dann werde ich mir tatsächlich dann doch eine kaufen. Aber wenn Harry Potter angekündigt wird und dann so im Sommer 2021 dann angekündigt wird, dann würde ich auf jeden Fall warten. Dann warte ich auf jeden Fall 100%. Es kann dann immer noch sein, dass irgendwie ein Bündel oder sowas kommt. Darauf würde ich mich mega krass freuen. Also passiert irgendwie gar nichts. Gar nichts. Bis dahin werde ich dann wahrscheinlich ein bisschen sparen, Leute. Denn ich glaube, die soll ein bisschen teurer werden. 600, glaube ich. 600 bis 700. Ist echt teuer, finde ich. Vor allem, dann hat man kein Spiel dabei. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Okay, oh, der ist groß. Was haben wir? Das ist kein Hammerhai. Das ist ein Hai. Schade. Schade, schade, Schokolade. Hat keiner gesehen, Leute, okay. Wäre ich ab jetzt... Oh, was ist denn hier los jetzt auf einmal? Ich weiß, du bist klein? Oder bist du klein? Nee, ne? Ah, doch, er ist klein. Ein Chiefsider.
Du bist keiner. Geh mal bitte weg. Weg, danke. Danke, danke. Du kannst auch weg. Hier haben wir noch einen anderen Fisch. Zeig mal her. Oh, der wackelt echt ein bisschen, aber haben wir schon. Einen Hase. So. Okay, dann können wir hochlaufen. Oh, da haben wir noch eins. Man soll auch im Spiel dann Quidditch spielen können. Finde ich mega cool. Das ist dann direkt da drin. Hier haben wir noch einen kleinen Lachs. Lachs. Hi. Oh nee, er fühlt sich groß an. Ist es? Ach. So. Sind die alle so groß, die Flossenfische? Weil er sah eigentlich klein aus. Hätte ich jetzt gesagt. Wie viel Platz haben wir noch? Wir haben noch Platz, super. Ich weiß gar nicht, wie viel uns so ein Hai hier überhaupt bringt. Habe ich das hier stehen? Ich guck mal ganz kurz. 15.000, oh. Alter, wir haben einfach zwei Haie gefunden. Und die geben mir 15.000, wenn ich sie verkaufe. Natürlich krass. Kannst auch weg. Das klingt natürlich nach Geld, was wir momentan noch nicht brauchen. Sonst würde ich irgendwann mal wieder Rüben verkaufen, aber... Boah. Nervt mich, glaube ich, zurzeit ein bisschen zu sehr. Um nochmal Rüben zu kaufen. Wenn wir keine Geldprobleme haben. Ich frage mich, was die Leute alle mit ihrem Geld machen, dass sie mal Rüben verkaufen müssen. Ich habe so viel, ich kann... mir eh schon alles leisten gefühlt. Weg mit dir. Oh, Mann, 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 Mann. Was war denn gestern noch? Ich weiß es nicht. Ich habe gestern eigentlich nur Streams geschaut. Und das war schon mit meinem Tag. Formel 1, dann Clips. Paar Stunden lang. Ich habe gestern nicht viel gemacht, tatsächlich. Heute werde ich auch noch so ungefähr bis 17 Uhr chillen und danach muss ich mal wieder langsam lernen für die Uni. Denn das kam jetzt die letzten zwei Tage. Habe ich gar nicht gelernt. Tatsächlich. So. Hat aber auch viel zu tun mit Umzug und sowas. Deswegen muss ich jetzt die nächsten Tage auf jeden Fall lernen. Heißt, ich habe mein Wochenende so gesehen vorgezogen. Och nee. Wieso habe ich A gedrückt? Mann, wieso habe ich A gedrückt? Ich hasse mich schon wieder. Ich hasse mich gerade echt wieder. So sehr, ey. Und ich krieg auch langsam Hunger. Aber wir haben eh nur noch 13 Minuten hier. Um den Hammer zu fangen. Gut. Hier haben wir auch einen Fisch, aber leider nicht der richtige. Ist auch zu groß. Go away. Zu groß. Ich meine natürlich, ne? Bist kein Hai. Bist einfach kein Hai. So. Du auch nicht. Kann der Hammerhai nicht hier einfach angespült werden? Fände ich cool. Fände ich cool. Ich rette ihn dann, indem ich ihn ins Museum bringe. Ab ins Museum.
Hallo, was geht? Der Sonne hinterher. Hey, yo, was geht? Ja, du weißt, ich kann allerdings. Ding, 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 ding. Weiß auch gar nicht, wieso ich in letzter Zeit so viele Pokémon wieder shiny fange. Ich habe diese Woche angefangen, aber jetzt habe ich 4 Shinies bekommen. Ne, Minras, ne? Ne, 3 dann, glaube ich. 3 oder hatte ich. Ah, Shiny Fleckmon hatte ich ja auch schon. Das macht mir echt Spaß. Momentan noch. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt auch erstmal lieber, weil ich muss lernen. Ich muss lernen, Leute, lernen. Ich bin so müde wieder. Oh, ich weiß, da habe ich einen kleinen Fisch überleben lassen. Aber ist nicht allzu schlimm. Oh, hier ist ja gar nichts. Hier ist ja gar nichts. Außer Gulliver. Gulliver, kann ich mir nicht einen Fisch von dir wünschen? Dafür, dass ich dich gerettet habe. Wie vielte Mal habe ich dich eigentlich gerettet? Das 7. Mal ungefähr? Heißt, ich muss dich nur 43 Mal retten, oder was? Das kann ja was werden, Leute. Für die goldene Schaufel. Hammerhai. Schwimmen hier und schwimmen überall. Das sind die Hammerhaie. Das sind die Hammerhaie. Mutig und groß schwimmen sie gern im Wasser herum, im Ozean davon. Die Angler, sie beißen sich alle aus, denn sie kriegen sie heute nicht. Hammerhaie schwimmen hier und schwimmen überall. Die sind für uns nicht da. Das sind die Hammerhaie. Das sind die Hammerhaie. Oh, sehr schön, Leute. Sehr schön. Während ich das gesungen habe, habe ich mich irgendwie erinnert an Wusang oder sowas. War so eine. Waren 3 chinesischen Kinder, die irgendwie das Böse besiegen mussten. Auf Kika lief das immer. Also früher oder auf ZDF. Wusang oder sowas. Und ich habe irgendwie Bock, das zu schauen. Einer hatte so ein. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Auf jeden Fall, einer hatte so einen Holzstab zum Kämpfen. Einer konnte zaubern. Also zumindest kleine Zauber machen. Und die andere hatte so. Oh Gott, wie nennt man die Dinger, die an so Ketten sind? Ich nenne es jetzt Kette, Leute. Ich nenne es einfach Kette. Who cares? Who cares? Boah, der ist groß, den fange ich mal hier. Könnte ein Seebarsch sein, könnte aber auch wieder ein Amor Prima sein oder so. Wir gucken mal. Oh. Okay, wir gucken nicht. Hat keiner gesehen, Leute. Niemand hat das gesehen. Boah, wie sehr würde ich auch gerne hier wohnen. Da müsste ich mich natürlich um meine Nahrung ändern. Statt Fleisch müsste ich auf Fischfleisch gehen. Fisch mag ich eigentlich nicht so, aber hier gibt es ja zum Glück immer schön Obst. Deshalb würde man hier auch tatsächlich überleben, oder? Meine Kokosnüsse sind jetzt nicht so das tolle Obst. Aber Pfirsiche, Äpfel und sowas müsste man schon überleben können. Pfirsiche bieten auch Wasser. Das ist echt ganz schön praktisch. Ja. Genau. Ich finde hier nichts mehr.
Denn das Meer ist zu groß für uns. Denn das Meer fließt herum und ich will doch nur einen Rum, damit ich hier mehr Spaß habe und ich nicht bin, wo ist der Hase? Ich brauche einen Hammerhai und dem sag ich gerne. Warte. Hi. Hi. Und ich will ihn heute haben. Das würde mich sehr befreien. Und ich will jetzt wieder einen Haifisch haben. Komm doch bitte an meinen Haken. Hier, ich tu dir das da dahin, damit du schwimmen kannst und ich dich wegmachen kann. Oh hi, wann kommt mein Ei? Ich will doch nur einen Hai. Es tut mir leid, Leute, für diese Gesangseinlage. Ich weiß, ich kann nicht singen, aber ich kriege hier die Krise mit diesem Hai. Mit diesem Hai. Ah. Komm du bitte, kleiner Hai. Nee, ich wollte eigentlich aufhören mit singen. Ich singe einfach zu gerne, Leute. Oh. Like a high scraper. Komm doch in meine Arme, kleiner Hai. Ich brauche nur einen Hammer dabei, um deinen Kopf zu zerschlagen, damit ich dich dann habe. Ich will einen Hai haben. Ich will einen Hammerhai haben. Komm, Hammerhai, komm an meinem Haken. Und du kleiner Fisch, verkiesel dich. Oh, go, go, Hammerhai, da ist ein Geschenk für mich. Ich hoffe, ein Sommerrezept. Yeah, komm, gib mir endlich mal was Gutes, damit ich besser leben kann. Hausaufgabenset, wow. Ich raste hier bald aus. Wir haben noch nicht alle Sommerrezepte. Und ich will endlich einen Hammerhai. Wann kommst du hier hingeschwommen? Ich habe nur noch 3 Minuten Zeit. Komm doch endlich mal vorbei. I miss you. I miss you. Komm, 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 komm. Die Zeit wird sehr, sehr knapp. Ich will dich endlich fangen. Yeah. Komm, 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 komm. Die Zeit ist reif und ich bin bereit. Yeah, like a skyscraper. Oh, I'm going to try to hike up. Ich will endlich hier weg.
Ich hasse dich heim. Ja, ich hasse dich heim. Hammer. Was soll das Hai? Was habe ich dir getan? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja, ich mach mir da erstmal ein Brot. Ja. Das ist der Plan. Dies ist der Plan. 59, nur eine Minute. Ich kann auch nicht mehr dieses Laufen hören, ey. Macht mich ein bisschen aggressiv hier. Bisschen aggressiv. Oh, ich muss mich mal strecken. Oh. Hammer, hi. Du hast mich enttäuscht. Keine Melodie, ne? Okay, wir haben 9 Uhr. Nee, ich hör echt keine Melodie. Ah, jetzt höre ich wieder Spielsound. Ah, dann gehen wir mal hier kurz reingucken. Was die Gute für uns heute im Angebot hat. Ach, ich muss ja mein Stab-Outfit ändern. Oh, das nervt mich ja auch mega. Bei diesen Bauarbeiten, da tun sie es dann einfach ins Inventar. Ja, aber hier nicht. Wäre auch zu leicht gewesen. So. Oh, bam. So, rein mit mir. Rein mit mir. Na, 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 na. Nee, brauchen wir noch nicht. Oh, Vampirkostüm ist natürlich cool. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich werde es erstmal in Schwarz kaufen. Die diesen Erdbeerhut haben wir auch noch nicht. Oh, an die Socken kann ich mich nicht erinnern. Dann werden wir hier einfach die Schuhe kaufen. So. Oh ne, ich wollte die nicht tragen. Och man. Ich wollte die nicht tragen. Aber egal. Dann sind wir halt ab jetzt eine Erdbeere. Auch wenn die Farbe eher eine Himbeere ist. Aber ist nicht schlimm. Oh, das sieht. Hose, ey. Oh mein Gott. Die sieht eigentlich ganz lustig aus. Dann laufen wir so herum auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht, welche Socken ich gekauft habe. Ich glaube, die rechten. Wassersportschuhe. Nehmen wir mal die hier. Ja. Können wir auch tragen. Okay, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Hatten wir einen Erfolg? Ara Prima kann man als Erfolg sehen, war nämlich ziemlich groß tatsächlich. Haben wir zumindest etwas gefangen. So. Den lege ich noch eben vors Museum hin, bevor ich den verkaufe. Ach, die anderen habe ich abgegeben, ne? Okay, dann komm, dann gehen wir den auch immer ab. Macht er nichts. Das war mal wieder ein langer Part, ne? Hatten wir schon lange nicht mehr.
So, willkommen im Museum. Ja, ja, ich habe hier was Schönes für Sie. Ich habe hier einen Arapaima. Huh, das ist ja ein Arapaima. Ich könnte Ihnen auch viel Spannendes erzählen zu diesen Arapaima. Ja, gerne. Famos, sowas lässt man sich nicht zweimal sagen. Für einen Flussfisch ist der Arapaima recht groß geraten. Sehen Sie nur, wie majestätisch er ist. Arapaima-Männchen beschützen ihre Jungen, indem sie im Maul tragen. Das ist so goldig. Weibchen indessen umschwimmen sie im Kreis, um sie vom Fressfeind zu schützen. Was beweist uns das? Selbst Kaltblüter können durchaus warmherzig sein. Und das war's im Groben. Denken Sie mal darüber nach. Dann will ich Ihre großzügige Spende sogar sogleich ausstellen. Cool. Cool, Leute. Dann würde ich sagen, das war's für heute mit Animal Crossing New Horizons. Wir haben Arapaima gefangen. Ob das ein Trost ist, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie viel der wert ist. Er ist auf jeden Fall sehr groß gewesen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder auf einen weiteren Versuch, den Hammerhai zu fangen. Ich werde versuchen, mindestens 30 Köder zu holen. Und ja. Oh, tschüss, Lukas. Ja, ne? Bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.